Na gut, das passt so zusammen, dass wir halt vorne eine sehr hohe individuelle Qualität haben. Dass wir da aktuell auch nicht viele Chancen brauchen, um Tore zu schießen. Und ich glaube, das ist genau das, was uns Mut machen sollte. Wie Sie sagen, es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Wir müssen uns noch zusammenfinden, aber ich glaube, das ist normal. Gerade im Mittelfeld sind es fast immer drei neue Spieler gewesen. Und dass dann die Abstimmung noch nicht perfekt passt, das Zusammenspiel, das ist, glaube ich, völlig normal. Und trotzdem umso besser, dass wir 2 von 3 Spiele gewonnen haben und jeweils 3 Tore geschossen haben. Ja gut, ich finde, die Ansätze sieht man trotzdem auch schon. Ich glaube, wir brauchen immer eine gute Mischung, gerade wenn Gegner hoch anlaufen, zwischen flachem Spiel raus, mutig rausspielen, aber dann auch mal nicht zu schade sein, wenn der Gegner mit 6, 7 Mann presst, so, dann ist es mir völlig egal, dann spielen wir den Ball lang auf Simon oder auf Polti. Also viel besser geht es in der Liga nicht, was Bälle festmachen angeht. Und dann rücken wir nach und starten unser Angriff quasi ab der Mittellinie. Habe ich gar keine Kopfschmerzen mit und ich glaube, die Balance hinzukriegen, das ist die Aufgabe. Ich denke, gerade das Spiel flach raus, das ist halt so eine Frage des Zusammenspiels, dass die Leute an den richtigen Positionen stehen. Und daran arbeiten wir und da wollen wir ein bisschen mehr hinkommen, dass diese Balance besser passt. Und trotzdem, ich werde mich nicht entschuldigen für die Spiele. Wir haben 2 von 3 gewonnen. Ich bin mehr als optimistisch. Ja, das ist ja genau das Ding. Wenn du halt flach rausspielen willst und kommst dann nicht richtig raus und spielst den Ball dann lang, dann haben die Jungs vorne so viel Qualität, die spielen es fast immer selber einfach durch, weil sie so gut sind. Und wenn wir einfach es schaffen, Stück für Stück übers Spielfeld uns zu spielen, dann wird auch das Spiel aus dem Mittelfeld kreativer aussehen. Ja, wir wollen es natürlich so schnell wie möglich erreichen, das ist klar. Dafür arbeiten wir. Wann es dann genau Klick macht, dass man wirklich mal sagt, boah, richtig geiles Spiel mit Ball. Das kann ich nicht versprechen, wann das passiert, aber ich kann versprechen, dass es passiert. Nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Ich finde grundsätzlich sind wir auch da nicht schlecht besetzt. Also ich glaube, Thomas ist jetzt ausgefallen, dann kommt Henning rein. Der hat, glaube ich, letzte Saison sehr, sehr viele Spiele in der Bundesliga auf der Position gemacht. Von daher, ich hatte da gar keine Kopfschmerzen, was das angeht. Und alles andere ist Sache vom Herrn Hechelmann. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube grundsätzlich wird es ein ganz anderes Spiel, so das Ambiente. Freitagabend 20:45 ist was anderes als sonntags 13:30, es wird bullenheiß. Da müssen wir uns drauf einstellen. Ich gehe davon aus, dass beide Mannschaften Anpassungen vornehmen. Dadurch, dass das Spiel so eng hintereinander ist, kannst du ja sehr gut anpassen, hast das Spiel noch im Kopf. Ich glaube, das werden beide Mannschaften probieren und von daher wird es auf jeden Fall ein anderes Spiel werden. Und geht bei 0 los. Der Sieg jetzt war im Freitag war nicht selbstverständlich und ist ja am nächsten Sonntag auch nicht. Wir werden wieder alles dafür reinwerfen müssen und dann das auch hoffentlich schaffen. Ja, überragend. Also mir macht es bis jetzt großen Spaß. Ich glaube, es gibt auch keinen Grund dafür, was anderes zu sagen. Ich genieße es, hau mich voll rein, ich bin zufrieden, spüre komplett das Vertrauen von allen Seiten. Das ist natürlich auch Gold wert, dafür bin ich auch dankbar und bis jetzt ist für mich alles fein. Oh, gar nicht so. In Paderborn wusste ich, dass alle meine Freunde, meine ganze Familie Fans vom Verein sind und da kriegst du dann auch mal den einen oder anderen Spruch bei einem schlechten Spiel. Von daher, das sind zumindest die Meinungen, die mir dann auch sehr, sehr wichtig sind. Von daher würde ich sagen, ist kein großer Unterschied für mich persönlich. Klar ist das hier eine Nummer größer und klar ist die Wucht in beide Richtungen, positiv wie negativ, kann dann auch erdrückender werden, aber habe ich bislang noch nicht so wahrgenommen. Nee, ich bin echt kein Trikotsammler. Also zum Beispiel das gegen Hamburg, das Trikot, oh, keine Ahnung, das liegt wahrscheinlich irgendwo beim Zeugwart. Dann gegen Lautern und beim ersten Heimspiel habe ich getauscht. Nee, das ist nicht, dass mir das nichts wert ist, aber mir ist das nicht so wichtig einfach.